Hallo, ich heiße Eugen Minz. Ich bin das zweite Mal hier an diesem Ort bei der Vipassana. Obwohl ich als Lehrer teilgenommen habe, habe auch ich einige kleine Offenbarungen für mich gemacht, habe ich einige Sachen für mich auch realisiert. Zum einen auch, was einer meiner Yoga-Lehrer gesagt hat oder bestimmte Aussagen von ihm, die man, wenn man keine eigenständige Erfahrung darin hat, nur oberflächlich versteht. Aber nach Monaten oder Jahren realisiert man das selber, wenn man selbst so weit ist, das zu realisieren, und das bekommt einen ganz anderen Wert für einen. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Mein Name ist Natalia Pismina. Obwohl seit langem praktiziere ich Yoga, bei Vipassana bin ich das erste Mal und war für mich was Besonderes. Ich habe jetzt was gesehen, ist schwierig zu reden, ruhig. Und am ersten Tag, ich habe gedacht, halte ich nicht durch, weil 1,5 Stunden zu sitzen, ich habe noch Knie verletzt und aber jeden Tag war besser. Ich bedanke mich bei allen. Also, mein Name ist Alexander Schmidt und ich bin auch das erste Mal dabei, war das erste Mal jetzt dabei bei einer Vipassana. Ich studiere gerade noch, mache das Studium jetzt zu Ende und habe jetzt noch die 2 Monate vor mir und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch hier, um ein bisschen Energie zu akkumulieren, um halt mein Studium zu machen und danach, ja, gehe ich auch nach Russland für ein paar Monate nach Barnaul. Ja, auf jeden Fall, diese Erfahrung hat mir schon Spaß gemacht sogar. Sehr interessant. Ich würde auch gerne mal bei einer 10-tägigen Vipassana mitmachen. Auch wenn ich das Schweigen, muss ich zugeben, nicht ganz durchgehalten habe. Nur weil ich einmal, als ich draußen war, hat sich so ein Käfer gesetzt und dann kam halt auch so der Reflex Junge und so. Irgendwie, ja, auf jeden Fall interessante Erfahrung. Und ich danke euch allen für, ja, die Teilhabe. Mein Name ist Mariana. Ich bin das erste Mal bei Vipassana. Also, mir hat die Natur ganz viel hier gebracht, wenn ich alleine spazieren war. Und mit Schweigen hat es noch nicht so gut geklappt. Ein paar Mal was gesagt. Aber es gab in meinem Leben nicht so schöne Zeiten. Und ja, ich habe jetzt meine innere Ruhe wieder gefunden und jetzt einfach verstanden, dass es kann eine Weile schlecht sein, aber es gibt Mittel, zum Beispiel Yoga oder Pranayama oder wenn man auf eigene Gedanken achtet, dass man selbst durch diese Werkzeuge eigenes Leben wieder schöner machen kann. Ich bin die Natalie Schwarz. Ich war bei Vipassana-Kurs beim 10-tägigen schon dreimal dabei. Und diesmal war ich das erste Mal in der Küche und habe den Leuten gedient. Es war das erste Mal für mich und es hat wirklich Spaß gemacht. Und es hat mich gefreut, wenn es allen geschmeckt hat. Und es war eine ganz andere Erfahrung. Also, wenn man teilnimmt oder in der Küche ist, ist halt was anderes. Aber es war auch sehr interessant und ich bedanke mich bei euch und bei allen. Mein Name ist Tanja. Das ist mein erstes Mal bei einer Vipassana. Ich bin ohne Absicht und ohne irgendwelche Ziele oder Wünsche hierher gekommen, nur um zu schauen, ob ich das überhaupt durchstehe, ob ich das schaffe, so früh aufzustehen, ohne Kaffee, ohne Handy. Und ich bin echt überrascht, dass ich es geschafft habe. Ich habe zwar Kopfschmerzen gehabt wegen Koffeinentzug, aber auch das habe ich überstanden und ich muss sagen, ich vermisse auch den Handy nicht, ich vermisse kein Fernseher und ich fand es eigentlich eine tolle Erfahrung. Mein Name ist Olga Linder und ich praktiziere schon seit einigen Jahren Yoga. Das war aber meine erste Vipassana. Ich habe bereits versucht, allein zu Hause und in der Natur Vipassana für mich zu praktizieren und das hat nicht wirklich geklappt. Mit den Seminarleitern und in der Gruppe ist es viel einfacher, den Tagesplan einzuhalten. Deswegen möchte ich mich bei allen Teilnehmern und natürlich bei den Seminarleitern dafür bedanken, für diese Möglichkeit. Ja, Nikolai und Eugen haben uns gut in alle Übungen eingeleitet, haben alles gut erläutert und
waren einfach eine große Unterstützung für uns alle. Ja, einiges habe ich so richtig genossen, zum Beispiel weg vom Alltag zu sein, vom alltäglichen Aufgaben. Schweigen, spazieren gehen, Natur, früh aufstehen, früh ins Bett gehen, Hatha-Mantra-Yoga in der Gruppe, ja, das leckere und gesunde Essen, natürlich auch, danke Natalia. Anstrengend waren Meditation und Pranayama. Daran muss ich noch viel arbeiten und dafür würde sich die 10-tägige Vipassana sehr gut anbieten. Das war eine interessante Erfahrung und im Großen und Ganzen gute Organisation. Ich konnte etwas über meine Komfortzone rausgehen, deswegen war das für mich sehr effektiv. Und bis zum nächsten Mal bei dem 10-tägigen Vipassana. Mhm. Danke. Ich heiße Emilio, das ist hier meine zweite Vipassana. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich diesmal nicht vorbereitet. Weil normal, letztes Mal habe ich mich einen Monat vorbereitet und es war schon etwas anstrengend für mich, aber ich habe es geschafft. Ich bedanke mich bei allen. Ja, ich heiße Grigori Odin, das ist meine erste Vipassana. Letztes Jahr war ich zweimal bei den Yoga-Camps und da habe ich einige Teilnehmer schon kennengelernt. Und ich wollte das ausprobieren an mir, wie das auf mich wirkt und ich hatte davor Angst gehabt, ob ich das überhaupt durchstehe. Aber an sich war das eigentlich nichts Schweres. Also ich sehe jetzt, man kann sich wunderbar verständigen, ohne auch ein einziges Wort zu sagen. Und das Schwierigste war für mich nicht schweigen, sondern ja, im Schneidersitz oder in der Padmasana zu sitzen. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich an deinen Hinweis, dass wir trotzdem weniger Kontakt zueinander haben sollten und ja, dass jeder für sich sein sollte und ich bedauere, dass ich das ein paar Mal trotzdem nicht daran gehalten habe und ich denke, da hat sich an meiner Energie und an den anderen was nicht gestimmt. Und ja, trotz alledem bedanke ich mich sehr bei euch, den beiden Yoga-Lehrern und natürlich bei Natalia, bei unserem Küchenteam. Ja, und nächstes Mal möchte ich ja, mich nochmal prüfen, ob bei der 4- oder 10-tägigen Vipassana. Auf jeden Fall habe ich das Bedürfnis, das noch einmal zu wiederholen. Danke. Ich heiße Simone. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein konnte. Mein Kopf ist immer wie ein sehr beweglicher Affe und springt wahnsinnig Höhen und Tiefen und deswegen war es für mich sehr faszinierend zu erkennen, dass der Verstand auch nur ein Werkzeug ist und dass verschiedene Inhalte drin sind. Also diese Erklärung hat mich sehr fasziniert und hat mir geholfen, meine Gedanken zu relativieren, dass nicht alle Gedanken von mir kommen, sondern von außen. Ist mir immer noch nicht ganz klar, was der Verstand, das Bewusstsein, das Sein, die Gedanken, was da genau die einzelnen Teile sind, aber es interessiert mich sehr, weil ich ein Kopfmensch bin. Daher liebe ich auch das Schweigen, weil ich sonst viel rede. Also Schweigen ist für mich unheimlich kraftvoll und heilsam, weil man endlich dazu kommt, nach innen zu hören, die eigene Stimme, und da kommen unheimlich viele Antworten. Und es ist ja ein riesiger Schatz innen drin, was alles an Antworten vorhanden ist, und das würde man alles gar nicht so erkennen oder hören, wenn man ja sich nie die Zeit nimmt, nach innen zu lauschen. Frage ist, wie man das alles ins tägliche Leben mit hineinnimmt, wie man das ja so am Leben erhält, dass es auch funktioniert, wenn man draußen ist. Und das ist jetzt für mich die Herausforderung, das zu weiterhin irgendwie zu verbinden, innen und außen. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Es war irgendwie zeitlos, unheimlich viel passiert und ja, sehr liebevolle Atmosphäre. Herzlichen Dank an alle.
Ich heiße Nikolai und habe schon mehrere Vipassanas durch. Jedes Mal, wenn man auch hier vorne sitzt, ist es für uns, wie Eugen schon sagte, auch eine Vipassana. Wir sind ebenso Schüler auf dieser Welt und ich bin froh, wieder Erfahrungen gesammelt zu haben. Die kommen immer unerwartet und mini vielleicht Erleuchtungen wieder bekommen. Ebenfalls bedanke ich mich bei euch, denn wenn ihr nicht da wärt, wären wir auch nicht mit Eugen hier. Und das Leben ist noch lang und die Arbeit an sich ist eigentlich unendlich. Solange wir hier leben, müssen wir an sich arbeiten, weil immer wieder kommen neue Sachen, die man bewältigen muss. Neue Seiten wieder eröffnen, neue Einsichten und so weiter. Also es hört nie auf, wenn man was geschafft hat, kommt wieder was Neues. Und somit werde ich mich freuen, wenn ihr wieder so einen Kurs mit uns besucht, vielleicht auch ohne uns, aber auf jeden Fall an sich weiterarbeitet. Wenn ihr denkt oder glaubt, ihr habt etwas nicht geschafft oder euch irgendwie nicht richtig benommen oder nicht erreicht, ihr müsst auch verstehen, ihr steht alle so ziemlich am Anfang von eurem Weg. Also 1, 2, 3, 4 Jahre Yoga ist, denke ich, auch noch relativ wenig, ist eigentlich gar nichts. Wenn man andere Leute betrachtet, die 30, 40 Jahre lang praktizieren, also ist alles noch vor euch und ihr werdet noch einige Möglichkeiten haben, an euch zu arbeiten. Für mich war, als ich das erste Mal bei der Vipassana war, nach 3 Jahren Yoga-Praxis und nach 3 Jahren eigentlich sehr viel Erfahrung, unterschiedliche Erfahrungen in Yoga, habe ich bei der Vipassana gemerkt, das ist jetzt das eigentliche Yoga für die 10 Tage. Das ist jetzt die eigentliche Arbeit an sich selbst. Alles andere drumherum ist eigentlich nur die Vorbereitung dazu. Deshalb nutzt diese Möglichkeiten, um vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal euch so zurückzuziehen und so intensiv an euch zu arbeiten. Weil das bringt wirklich was, eben diese innere Arbeit und die Ordnung da oben, das Erkennen der Natur des Verstandes und das Erkennen seiner vielleicht Schwächen, Hintertürchen und alles, seine Funktionsweise, um das eben, wie man gesagt hat, als ein Werkzeug zu nutzen. Und wer das als Werkzeug nutzen kann, ist auch mehr oder weniger bestimmt eher und mehr über seine Realität, über sein Leben. Ansonsten, wenn da oben alles automatisch verläuft und Chaos herrscht, dann herrscht im Leben auch Chaos und er wird vom Leben getrieben, wie von einem großen Strom und kann eigentlich sich gar nicht behelfen, kommt eigentlich gar nichts aus. Und solche Menschen sagen dann, das Leben ist Schicksal und ich kann ja selber nichts dafür. Im Grunde genommen, wenn man lernt, den Verstand zu kontrollieren, zu organisieren und zu lenken, als Werkzeug zu benutzen, dann ist das Leben kein Schicksal mehr, sondern dann ist man selber seines Glückes Schmied und hat mehr Entscheidungskraft und Fähigkeiten, was so sein eigenes Leben und sein Fortschritt, seine geistige Evolution betrifft.